Zunächst bin ich erstmal froh, wieder im Kreise der Besten zu sein. Ich durfte ja auch schon ein Stück weit bei meinem Debüt reinschnuppern, hatte dann eine lange Pause gehabt, habe mich dann durch gute Leistungen in der U21 wieder hochgearbeitet und Opermeister wurde ich dann auch und einige Jungs sind jetzt auch schon hier. Da freue ich mich natürlich sehr, dass einige Jungs es hier hochgeschafft haben und ja, jetzt freue ich mich wieder hier zu sein und freue mich auf die anstehenden Spiele. Klar, durch die Saison, die ich in Wolfsburg gespielt habe, hat man sich dann auch ein Stück weit vielleicht Hoffnung gemacht, dabei zu sein. Ist jetzt nicht passiert, aber ich habe den Kopf nicht hängen lassen, sondern habe weiter Gas gegeben und habe auf meine Chance gehofft. Die ist jetzt Gott sei Dank gekommen. Die EM habe ich natürlich dann auch verfolgt im Urlaub, habe mir alle Spiele angesehen und habe natürlich auch mitgefiebert. Der Mannschaft auch viel Glück gewünscht und ja, alles andere. Was dann dort auch passiert ist bei der EM, kann ich nicht beeinflussen als Außenstehender, habe das dann auch dann nur vom Fernseher verfolgt.